Immer hat TÜV gemacht mit Meinungsverstärker. Marcel, hast du Bock? Es gibt nichts Schöneres am Samstagmorgen. Es ist herrlich. Wir machen heute mal die Bremse hinten. Die sah das letzte Mal schon total beschissen aus. Das hat der TÜV auch bemängelt und machen ein bisschen Unterbodenschutz und dann noch ein bisschen hier Getriebe Neues rein. Herrlich wird es. Marci hat richtig Lust zum Samstag. Er hilft mir. Ich finde das Wahnsinn. Danke an dieser Stelle. Und ja, wir nehmen euch ein bisschen mit beim Bremsenwechsel. Das wird spaßig. Werden wir sehen. Ja, Bremse sieht auch dementsprechend scheiße aus. Handbremse hat gar nicht mehr gezogen so richtig. Naja, die benutze ich aber eigentlich ja nie. Hätte man auch nochmal nachstellen können. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt die jetzt neu. Genau, Fenster, guck, geht los. Geht los. Die Schrauben sind auf jeden Fall schon mal loser. Die hast du ja auch gemacht das letzte Mal. Eigentlich müsstest du dich auskennen. Ja, guck nochmal hier auf der linken Seite. Ihr seht's, die sind used. Hab jetzt hier drunter mal noch das Handbremsseil eingesprüht. Das liegt hier dahinter. Tipptopp. Das lässt aber sich müssen schon wir trotzdem abbauen, denke ich. 17. Oder? Da ist 19. Oder 18. Wir hatten es 10. Wir haben 18 mit. Genau. Gehen wir nämlich noch einmal. Kurzes Mal. Alles gut, wenn du immer einen hast, der Film. 18. 18, siehst du. Ja, die werden wir auch wieder das Hölle fest sein. Nicht so fest, glaube ich auch. Oder siehst du? Ja, man muss natürlich mal in die richtige Richtung drehen. Ne? Oh, guck, geht sogar. Geil, Mann. Also, Handbremse sieht noch gut aus, ist natürlich dreckig wie Sau. Aber die werden wir noch sauber machen, weil die neuen Belege sehen genauso aus von der Stärke. Wenn man die natürlich nie benutzt, sieht das dann so aus. Alter, die sehen aber geil aus, oder die Scheiben? Was hast denn du, Marcel? Ja, das ist, wenn man bis 1 wechselt. Da haben wir nochmal gespart. Die alten Klötzer sehen auch noch gut aus. Die kann man nochmal verwenden. Ja, naja, dann machen wir jetzt hier ein bisschen sauber und dann bauen wir es wieder zusammen. Wir haben jetzt die ein bisschen ausgepustet. Ja, alles geputzt, nochmal alles ein bisschen gangbar gemacht, schön eingeschmiert. Das hält die nächsten 100 Jahre. Jetzt bauen wir die Scheibe drauf und dann stellen wir das Ganze noch ein bisschen ein. Und dann ist das schon gut vorbereitet. Ja, guck mal, eine neue Schraube hat der Tommy sogar dazu bekommen. Wahnsinn. Das ist Arbeit. Rembo gönnt heute auch. Rembo gönnt. Guck, er geht jetzt schon viel besser drauf. Da freut sich der TÜV, Mann. Muss noch mal erklären. Wahrscheinlich draufhauen, ne? So. Ja, man kann ja immer so gut verfüßen. Und dann stellen wir sowas ein. Ne? Neue Bremsklötzer sind drin, Bremssattelhalter ist feste. Recht noch nicht. Recht noch nicht. Das müssen wir noch ein klein zurückdrücken. Scheiße. Müssen wir doch noch ein Stücke drücken. Ah, da hast du die komischen Nasen und die Stirn dann. So, Kolben ist komplett zurückgedrückt, das passt auch, ohne Probleme. So, hier musst du noch aufpassen, dass das nicht so. Auf der komischen Stelle hängt halt. Bremse auf der linken Seite geht natürlich genauso wie auf der rechten Seite. Das haben wir jetzt nicht so explizit gefilmt. So, jetzt gibt es Differential noch neues Öl. Natürlich ist da immer wichtig, erstmal die Einfüllschraube zu lösen, bevor er die Ablassschraube löst. Nicht, dass es nicht aufgeht. Aber das hat geklappt in diesem Fall. Es war auch noch ein bisschen was drin. Ist halt leicht ölig, das Ding. Machen wir kleiner bisschen sauber und dann passt das. Weiter ging's. Am Getriebe vorne. Leichter Span. Abrieb. Aber bei 350.000 denke ich, ist das normal. Oder, Marcel? Natürlich. Solange wie es schaltet. Die Schraube ist sauber. Kann man wieder Späne sammeln. Getriebeöl ist aufgekippt. Ihr kommt ja so knapp rein mit dieser Flasche. Es geht gerade so. Einmal haben wir auch alles voll gesprüht, weil ich so viel Druck gegeben hatte.
Zernability. Ich war's. Doppel, ja. Beseitigt an der Ölwanne. Da wird doch mal sehen, wo es herkommt. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Unterbodenschutz und dann sind wir durch für heute. Beziehungsweise erstmal noch ein bisschen Rostbeseitigung und dann Unterbodenschutz. Oder? Ja, natürlich. So, einmal TÜV gemacht oder einmal Unterbodenschutz neu. Sieht aus wie aus dem Laden. Besser, oder? Marci, was sagst du? Ja, lass mir so im Raum stehen. Sieht doch top aus hier, das Ding. Da kann der TÜV kommen. Oder die Hauptuntersuchung. Wir haben dann für zwei Schrauben nochmal runtergelassen und haben es mit dem Meinungsverstärker gemacht. So, Bremse hinten ist neu, Unterbodenschutz ist drauf, Getriebeöl und Differentialöl ist neu. Danke Marcel an der Stelle, dass du mir geholfen hast. Und ja, das Video ist zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis später, haut rein. Es ist herrlich, kauft Merch.